So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Art of Conquest. Es kam jetzt einige Tage lang keine Folge, aus dem Grund, dass ich einfach unter der Woche relativ wenig Zeit hatte und ich eher andere Spiele spielen wollte. Habe jetzt seit über einem Monat nicht mehr aufgenommen. Das heißt, der Content, den ihr gesehen habt, war über einen Monat alt gewesen. Und da ist natürlich ein bisschen was passiert. Eine russische Gilde, ach lass mal, muss nicht sein. So, irgendwo hat man hier noch einen Patch gehabt. Das ist nur der Patch Pre-Download. Ist es das? Steht nicht da, was hier passiert ist. Naja gut, auf jeden Fall ist ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall hat unsere Gilde Google Chrome ganz ordentlich Hyrule wieder zurückerobert. Mittlerweile ist Skarn die kleinste Festung. Irgendwo hat man zwischendurch ja auch mal ein Stück. Atheli ist noch ganz gut. Dunwolf. Ja, und Ikarum. Also so Nerfarak würde ich jetzt einfach mal als zweitschwächstes schätzen dann. Okay, ich glaube, da sind wir immer noch kleiner von Hyrule. Gut. Ja, wie gesagt, die haben ordentlich Arbeit geleistet, die Gilde. Und es ist aber auch ein bisschen was passiert. So, wir machen erstmal ganz kurz die Aufgabe. Wir verknüpfen deinen Google Play Account. Ich habe es endlich mal geschafft, gerade vor Ewigkeiten. 150 Linare kriege ich. Und die restlichen sind ja diese komischen Ruinen und alles. 2056 Linare habe ich mittlerweile. Durch die ganzen Geschenke, die man dann bekommen hat und so weiter und so weiter. Hab mittlerweile 48.000 Kraft. Beim letzten Mal hatten wir noch 30.000 etwa. Und ich habe ganz gut aufgeholt. Ja, dann schauen wir uns erstmal hier das Neue an. Erstmal habe ich hier ganz klar die ganzen Gebäude aufgerüstet. Außenposten, glaube ich, erhöht. Die ganzen Kasernen und so weiter aufgerüstet. Die sind mittlerweile 5, die Viecher. Die genauso. Die sind Level 6. VI ist 6. Die sind Level 5, die Bogenschützen. Die könnte man auch theoretisch die verbessern, die in der Burg drin sind. Aber das ist mir zu teuer. Und die Ställe sind ebenfalls auf Level 5. Die haben ein neues Forschungssystem eingeführt. Mittlerweile bin ich übrigens Buch Level 16 und baue gerade auf Level 17 aus. Also da bin ich auch jetzt schon dann 3 Stufen voraus oder 2 seit der letzten Folge. Ein neues Forschungssystem, wo man halt, damals war halt die Forschung so hintereinander gewesen und jetzt kann man halt jede einzelne Einheit selber erforschen. Jedes Mal, wenn man die Dings auf Maximum hat, die Forschungs, dann bekommt man hier 5 von 5, also wenn man hier 5 Punkte geskillt hat, kriegt man da diesen Bonus. Savage Thrusts, die Speere, die geworfen werden, verursachen, dass die Ziele, die getroffen werden, 30% mehr Damage für 3 Sekunden lang erhalten. Ist schon ganz cool. So, wenn wir das hier 10 Stufen haben, das Survival Training, dann kriegen wir Heightened Reflex. Erhöht die Ausweichchancen von Speermännern, Hoplites und Centurions, also die gesamten Speerkämpfer. Bis halt hier hinter, hier hat man teilweise, was man damals in der normalen Forschung schon geforscht hat, die kann man jetzt, die hat man natürlich auch behalten, also die wurden 1:1 übernommen. Und ihr seht schon, Elite Combat Training ist ein bisschen weiter hinten, hier brauche ich mindestens 60 Punkte. Insgesamt habe ich aktuell 12, 13, 14, sieht nach 15 aus. Das sind 8. Okay, sind nach 13 aus. Bis halt zu 105 Punkten, dann kann man halt das letzte machen, erhöht nochmal die LP. Und da kriegt man hier nochmal die Gruppengröße erhöht. Und das geht halt für jede Einheit. Archer habe ich auch schon ganz fleißig aufgerüstet. Gut, die werde ich hier nicht unbedingt aufrüsten, gerade weil sie auch... Okay, halt erhöht keinen... Alles, was Holz gekostet hat, habe ich erstmal nicht geforscht, wirklich weit. Weil es mir zu teuer war, ich wollte lieber Gebäude ausbauen. Dann können wir hier theoretisch increase the hit points. Ich will aber ungern die Hit Points erhöhen, weil die einfach nutzlos sind. Die sollen dann nicht angegriffen werden. Und das kostet Holz. Aber wenn ich das hier auf 10, das hier auf 10 habe, kann ich halt die Elite-Bogenschützen ausbilden. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Machen wir es einfach mal. So, Taktikschule. Hatten sie auch verändert. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt hatte. Und zwar kann man jetzt bei der Taktikschule mal sehen, was für Belohnung man bekommt. Hier unten seht ihr das. Tja, am Ende kriegt man ein schönes legendäres Breitschwert mit 7 Macht. Und hier kann man halt auch alle durchgucken, was hier so an Belohnung gibt. Hier hinten aber dann wieder ein goldener Stab mit 7 Magie. Und ja, hier haben wir dann auf jeden Fall den Thors Hammer mit 6 Macht und 5 Führungskraft. Und 10.800 von jedem. Weiter komme ich noch nicht, weil aktuell die Taktikschule zu klein ist.
Gibt halt schon Leute, die bei 4,15 sind. Ich bin gerade bei 3,15. Also eins noch weiter. Eins noch weiter. Es wird also relativ schwer. Relativ schwer. Gut. Wie gesagt, das wird gerade ausgebaut. Ich habe hier theoretisch noch das Lagerhaus, Stadttor und Werkstatt zu bauen. Die drei baue ich aber alle nicht aus, weil ich sie nicht brauche. Stadttor, Lagerhaus brauche ich nur, wenn ich angegriffen werde, also in der Stadt bin, in der anderen. Und die Werkstatt brauche ich eigentlich nur, wenn ich andere angreifen sollte. Andere Bogen und so weiter. Da wir wirklich einen großen Teil von Hyrule zurückerobert haben, oder Google Chrome es gemacht hat, sagen wir mal so, können wir uns jetzt natürlich relativ frei bewegen, ja, was ich sehr, sehr entspannt finde. Hier war, glaube ich, ein Boss gewesen. Wir werden mal hier hinten. Hier hinten gab es nämlich irgendwo Einheiten, genau. Da ist der erste. Ja, mal noch welche. Die wir erstmal erledigen werden. Erstmal alles in Hyrule erledigen. Hier haben wir 2505 Kraft. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber unsere Einheiten werden natürlich auch immer stärker. Ich habe mittlerweile hier ganz ordentliche. Ne, hier haben wir einmal 6 und einmal 5. Na gut. Hexer, da werden wir auf jeden Fall noch Lancer mit dazu packen, also die Reiter hier. Dann noch Bogenschützen. Ich meine, 2505 Kraft ist schon ordentlich. Was brauche ich denn hier für? Die können eh nicht eingefroren werden. Nehmen wir noch Rufio mit dazu. Und ich glaube, ich brauche zwei. Machen wir nach Ghazul. Ah, ich habe zu wenig Kraft. Und die Heilerin, das ist okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Lancer-Pack. Zack. Und einmal kann ich noch. Da kommen hin. Ich habe auch so viele neue Einheiten, die bekommen woher auch immer, keine Ahnung. Ach genau, aus diesen täglichen Login, aus diesen täglichen Boxen, oder alle 8 Stunden Boxen. Alter, machen die einen Damage. Machen die einen Schaden, ne? Und da habe ich halt einige Einheiten bekommen, die ich halt jetzt benutzen kann. Genau, der Handsprung ist ja kostenlos. Das Spiel macht echt Spaß, muss ich sagen. Also, auch wenn ich das immer wieder so zwischendurch vergesse. Ach du Scheiße, machen hier einen Damage. Rufio hat glücklicherweise nicht ausgenockt, aber wow. Haben die einen Schaden gemacht. Holy moly. Und wir kriegen 2000. Na, das ist jetzt nicht so viel. Für 2500 Kraft ist das jetzt nicht so viel. So, wunderbar. Ein Pack gekillt. Oh, hier haben wir sogar einen magischen Brunnen. Nice. Wir können. Das kann ich wohl nicht betreten, ne? Das ist wohl überhaupt nicht möglich. Ich verstehe nicht warum. Es ist nicht erlaubt, Skarn zu betreten. Aber ich sehe doch genauso viele Lappen jedes Mal bei uns rumgammeln. So viele Gegner, oder nicht? Oder sehe ich die bei Hyrule nicht? Das kann auch sein. Dass man diesen kleinen Bereich. Was ist ja ein riesiger Bereich? Hier ist Skarn, dass man den nicht betreten kann. Irgendwie hatte man hier was gesagt, dass man den nicht betreten kann. So, 2829 Kraft, das ist jetzt allerdings nicht so viel. Dafür kommen natürlich aber die Lancer raus, ganz klar. Noch ein Ges Warte, warte, warte. Die Heilerin kommt auch raus, dafür kommt er rein. Und die werden mal ein bisschen sich enger zusammenquetschen. Rufio. Kommen ein bisschen weiter hinter. Kommt hier nämlich noch ein Pack Bogenschützen hin. Und Hexer, würde ich sagen. Ja, die geben auch ganz gut Kraft. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Easy. So, erstmal eine Rauchbombe, damit die noch, sich noch schön sammeln können. Und jetzt bam, bam, bam. Gut, macht nicht mehr so viel Schaden. Ich weiß nicht, ob die von den Dings erhöht, geändert wurden. Die Skills. Weil ihr seht, der Rufio geht relativ schnell down. War jetzt gerade noch nicht. Vielleicht waren es auch nur die Hexer gewesen. Ich glaube, es waren die Hexer gewesen. Munition aufgebraucht, Moral eingebüßt, Moraleinbruch. Hast du es bei den Gegnern? Wollte schon sagen. Wir können dann bitte Lanzenkrieger gegen Schwertkämpfer gewinnen, das funktioniert ja gar nicht. Okay. Wieder zwei Links verloren, zwei Schwertkämpfer. Oh, nice, Grimms hat ein Level Up. Wieder einen Skillpunkt dazu bekommen. Den werden wir gleich mal ausrüsten. Okay, wir haben wieder 7 Skelette bekommen. Den werden wir gleich mal aufrüsten. Hier gibt es nämlich irgendwas, was man machen konnten. Ne, doch nicht. Unterdrückungsfeuer ist ab 15.
7 Punkte habe ich. Rauchbombe könnte ich machen. Ja, machen wir die Rauchbombe. Ja, zack. Gasul. Er hat 46 Mana. Ich brauche Level 10 mit ihm. Ich brauche Level 10 mit ihm, okay. Also werden wir erstmal bis Level 10 aufleveln. Lass mich. Geh weg. So, da haben wir King TRV von einem anderen Lager. Ach, nervt mich das. Also hier war ich schon gewesen, aber ich habe hier, glaube ich, auch mal noch nicht alles gemacht gehabt. Ich glaube, hier hinten waren noch einige. Ja. Einmal die Bogenschützen, die Sylphen. Gegen Bogenschützen sind Schwertkämpfe immer noch ganz gut. Aber wir werden hier nicht so viel reinhauen. Die Hexe kommen raus. Ein Pack Bogenschützen und... Ah, Rufus ist zu wertvoll hierfür. Das brauchen wir nicht. Sollte völlig ausreichen. Und Unterrückungsfeuer. Ja, das macht doch wieder schön Schaden. Oh, die machen ordentlich Damage. Das gefällt mir aber nicht so super, dass die so viel Damage an den Dings machen. An den Schwertkämpfern. Na gut, haben wir ein paar Assis. Ich wollte eigentlich in meine Stadt gehen und welche wiederbeleben. Also im Krankenhaus. Da habe ich natürlich ganz ordentlich welche verloren. Durch diese ganzen Forschung kann man natürlich auch seine Heilungszeit hier wahnsinnig reduzieren. Wir machen mal die hier. Erstmal die hier. 60 Einheiten passen hier rein. Und man kann die halt, wenn man die forscht, die einzelnen Einheiten, eine Stunde, fünf Minuten dauert das, abartig. Ups. Kann man halt die Zeiten reduzieren. Ach, das sind die Sechser gewesen. Kommen denn die Sechser dahin? Okay. Die Bogenschützen nehmen wir raus. Dafür kommen die Reiter hier hin. Einmal nach hinten, bitte. Ich würde ganz gerne noch ein Reiterpack hinpacken. Weil die Reiter sind schon wahnsinnig stark. Der kommt mal ein Stück weiter zurück. Und eigentlich sollten wir das hinkriegen. Mal gucken. Die sind zu nah. Na, verdammt. Okay. Nicht ganz geschafft. So, aber Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer ist ein relativ langweiliges Match, weil die einfach alle kein Damage machen. Deswegen warten wir mal auf unsere Pferde, bis die Gegner easy killen. Na, die Pferde machen einen wahnsinnigen Schaden, ey. Die werden so krass, oder die sind jedes Mal so krass aufgeboostet, wenn sie eine Stufe höher kommen. Das ist Wahnsinn. Skelettopfer. Die Einheiten verschwinden ja nicht, ne? Hatten wir ja gesagt gehabt. Bam! Der hält auch was durch und macht auch ganz gut ordentlich Schaden. Sollte man auf jeden Fall immer nutzen, wahrscheinlich, wenn man ihn dabei hat. Den Gesul. Hätte man noch 45 Mana. So. Bam! Damit haben wir, ne, hier oben, glaube ich, auch noch. Ne, da war nur die Mini gewesen, alles klar. Forschung abgeschlossen. Meine Lancer und so weiter. Hier, das sind die, glaube ich, genau, die Lancer. Haben halt noch ein bisschen mehr Punkte bekommen. Attack Rating. Na, warum nicht? 2000 Elixier. Ist doch in Ordnung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir kriegen natürlich wahnsinnig viel Kraft durch diese ganzen. Durch diese ganzen Forschungen. Das ist echt Wahnsinn. Okay. Okay, dann meine lieben Freunde, machen wir erstmal ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Art of Conquest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao, Leute.